Hallo, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich den Videofilter Transpose von FFmpeg vorstellen. Mit diesem Videofilter kann man ein Video drehen oder ein Bild drehen. Ich bin im persönlichen Ordner im Verzeichnis Videos und habe hier ein Video namens a.ogv und ein Bild namens b.jpg. Und jetzt möchte ich mal zeigen, wie man dieses Video und dieses Bild drehen kann. Ich öffne ein Terminal, gehe ins Verzeichnis Videos, CD Leerzeichen Videos. Hier ist mein Video und mein Bild. Und jetzt gebe ich ein FFmpeg, das ist das eigentliche Tool. Leerzeichen minus i, so gibt man die Input-Datei an. Das ist hier mein Video a.ogv. Leerzeichen und jetzt kommt der Videofilter, den gibt man an mit minus vf und der heißt transpose ist gleich und jetzt nimmt man einen Wert, hier gibt es vier Werte, 0, 1, 2 und 3. Ich nehme hier mal 1, Leerzeichen und jetzt kommt die Ergebnisdatei, die soll heißen b.webm. Enter. Und so wird der Befehl ausgeführt. Die Ergebnisdatei, die kann man sich angucken mit einem Doppelklick. So wird der Videoplayer gestartet. Und das gleiche nochmal mit dem Bild. Das Bild heißt b.jpg. Hier ändere ich den Wert. Ich nehme hier mal 2. Und die Ergebnisdatei soll heißen b.png. Ciao und viel Glück!